Was heißt Hallo auf Spanisch? Ich kann noch nicht aus dieser Sprache übersetzen, Königin in der Küche. Wenn du möchtest, kann ich im Internet suchen. Siri nennt dich Königin der Küche? Das ja. Hier im Internet zu, was heißt Hallo auf Spanisch? Ja. Mein Wenn du mich schon nicht so nennst. Königin der Küche. Hola, hola. Ja. Okay. Hola und herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute wird's Spanisch. Wir werden Empanadas machen. Oder besser gesagt Empanadillas. Ja, aber weiß nicht, ob es Spanisch ist. Es kann auch Mexikanisch sein. Also, ich sag mal so viel dazu. Ich glaube, dieses Teiggericht gibt's in vielen Nationalitäten. Im Russischen, im Türkischen, im Deutschen, im Ungarischen. Aber wir haben jetzt halt die spanische Variante gewählt. Die Sally-spanische Variante. Und zwar ist es ein richtig toller, knuspriger Teig, der ganz einfach herzustellen ist. Innen drin habe ich eine Hackfleischfüllung. Ein Teil habe ich mit Rosinen gemacht, nee, nicht mit Rosinen, mit Korinthen gemacht. Ein Teil ja, ohne, aber voll lecker. Also ich mag die mit Korinthen am meisten. Und dann werden sie in der Fritteuse gebacken und ist halt so ein Fingerfood. Und man kann es kalt und warm essen. Ich liebe das, ja. Ich liebe das wirklich. Aber wie gesagt, es können auch sein, dass ein paar Spanier das anders essen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Füllung wird halt auch immer anders gemacht. Und ich habe hier zwei verschiedene Muster. Und zwar einmal mit der Gabel gedrückt. Sieht schön aus. Und einmal dieses Muster hier, was ich viel typischer finde für die spanische Küche. So haben wir es auch beim Spanier gegessen. War super lecker. Und ich zeige euch jetzt zuerst einmal, wie man den Teig herstellt und dafür die Zutaten. Für den Teig brauche ich 750 Gramm Mehl, 150 Gramm Butter oder Butterschmalz, 2 Teelöffel Salz, ein Eigelb und 250 Milliliter kaltes Wasser. Den Teig könnt ihr jetzt entweder mit den Händen verkneten oder mit der Küchenmaschine. Ich mache das jetzt hier oben im Mixer. So geht es für mich am einfachsten. Da kommt jetzt das Mehl rein. Ich mache jetzt erstmal noch nicht alles und gebe hier das Butterschmalz mit dazu. Und auch das Salz und kann die Zutaten jetzt erstmal verbinden. Hier kommt jetzt das Eigelb noch mit rein. Und Wasser. Und das restliche Mehl. Und dann kann ich den Teig einfach kurz verkneten. Das war jetzt ziemlich viel Teig. Den Rest vom Mehl knete ich jetzt einfach kurz mit der Hand unter und kann dann den Teig verpacken und etwa eine halbe Stunde ruhen lassen. Und die Zeit nutze ich dann, um die Füllung vorzubereiten. Für die Füllung nehme ich 50 Gramm Butterschmalz, 500 Gramm Hackfleisch vom Rind, 4 Zwiebeln, da habe ich jetzt 2 weiße und 2 rote, eine Knoblauchzehe, einen Esslöffel Mehl, hier die Gewürze, Salz, Paprikapulver, Chili, Pfeffer und Majoran, 100 Milliliter Gemüsebrühe, 3 hartgekochte Eier und wer möchte, nimmt noch ein paar Korinthen. Zuerst gebe ich das Butterschmalz jetzt in einen großen Topf oder in eine große Pfanne und da werde ich es erhitzen und das Hackfleisch drin anbraten. Und die Zwischenzeit kann ich nutzen, um die Zwiebeln und die Knoblauchzehe fein zu schneiden. Jetzt ist das Hackfleisch krümelig angebraten und jetzt kommen die Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazu und werden dann für etwa 4 bis 5 Minuten mitgebraten, bis sie auch richtig schön weich sind. Hier kommt jetzt das Mehl dazu und wird kurz eingerührt. Und jetzt kann ich das Hackfleisch ablöschen mit der Gemüsebrühe und die Gewürze einrühren. Da könnt ihr auch gerne Gewürze eurer Wahl nehmen oder das Ganze noch ein bisschen schärfer machen. Aber ich muss jetzt Chili mal weglassen, weil die Kids mitessen und dann mache ich das generell immer zu scharf. Also würze ich lieber danach nochmal mit Chili, nur bei meinen eigenen. So, und wenn sich dann alles gut verbunden hat, kann der Herd schon ausgemacht werden. Und jetzt kommen hier noch die gewürfelten, hartgekochten Eier mit dazu. Die machen die Füllung auch so richtig cremig. Und die Korinthen, die mache ich dann nur in die Hälfte der Füllung, weil ich mag sie ganz gerne, Murat mag sie nicht. Also machen wir 2 verschiedene.
Jetzt durfte der Teig ruhen, die Füllung ist auch abgekühlt. Und jetzt kann ich den Teig ausrollen. Dafür halbiere ich ihn jetzt erstmal. Und jetzt auf etwas Mehl ausrollen. So etwa 1 mm dünn. Hier oben habe ich jetzt kein Mehl drauf. Beim Zusammenkleben hält es so einfach ein bisschen besser. Und jetzt könnt ihr euch einen Ausstecher nehmen oder zum Beispiel ein großes Gefäß. Und das hat jetzt 10 cm im Durchmesser. Je größer, umso größer werden natürlich auch die Empanadas. Jetzt kommt die Füllung an die Reihe. Dafür nehme ich jetzt einfach einen Eisportionierer, damit ich besser kleckern kann. Und gebe das jetzt hier nicht ganz mittig, sondern eher versetzt auf den Teig. Und jetzt klappe ich sie zu, also zu einem Halbmond. Und daher ist es besser, wenn man es eben versetzt drauflegt. Und jetzt gut mit den Fingern andrücken, damit es schön verschlossen bleibt. Und wer möchte, kann auch eine Gabel nehmen und mit der Gabel den Rand ein bisschen eindrücken. Hier ist die eine Variante mit der Gabel, jetzt kommt die zweite Variante und es ist auch immer ganz gut, wenn man zwei verschiedene Füllungen hat, dass man auch zwei verschiedene Formen hat. Denn nach dem Ausbacken erkennt man dann sofort, welche Füllung wo drin ist. Hier habe ich jetzt wieder die Teiglappen oder Teigreise zugeklappt und jetzt kommt der Finger ins Spiel. Und zwar wird hier außen jetzt der Teig eingeklappt, also die Ecke, dann mit dem kleinen Finger andrücken, dann wieder von außen nehmen und reindrücken und so kommt ein richtig tolles und schönes Muster zustande. Jetzt kann ich die Empanadas frittieren. Ich mache das jetzt in der Fritteuse. Das Fett habe ich bereits auf 170 Grad erhitzt. Ihr könnt es aber natürlich auch in einem Topf machen. Und jetzt lege ich die hier rein und dann werden sie goldbraun frittiert. Du darfst jetzt probieren, Murat. Ich habe es ein bisschen abkühlen lassen. Nimmst du die ohne Korinthen? Ja, bitte ohne Korinthen. Also Korinthen ist nicht hier sehen sein Fall. Ich probiere jetzt mal. Also auch ganz cool in die Hand zu nehmen, gell? Ich probiere das jetzt mal. Super. Die könnten allerdings noch etwas schärfer sein. Dafür gibt es zum Beispiel Tabasco. Kannst du dann dazu machen. Ich habe es jetzt nicht mit rein, weil ja die Kids mitessen. Kannst du mir Tabasco mal geben? Die Extra Scorpion Sauce. Okay. Extra Skorpion? Ja. Und zwar nochmal, du darfst jetzt die Marke nicht zeigen, oder? Darfst du die Marke nicht zeigen? Zeig mal die Marke nicht. Aber das ist eine ganz, ganz spezielle Soße, die gibt es wirklich ganz, ganz selten. Das ist eine Limited Edition. Wie heißt die? Skorpion. Skorpion scharf. Die ist echt gut. So eine Jubiläumsedition. Ich habe ihm nicht gesagt, dass die extra scharf ist, gell? Boah, die ist voll scharf. Und dann brennt sie danach im Hals. Macht's auf jeden Fall, schmeckt das genial. Gell? Macht's auf jeden Fall nach. Voll gut. Auf jeden so Fall. So als Beilage, richtig genial. Beilage als Fingerfood für die WM zum Beispiel. Egal wie, probiert's auf jeden Fall mal aus. Man kann sie theoretisch auch einfrieren. Dafür würde ich sie vorher ein bisschen anfrittieren und dann einfrieren. Aber so viele sind es jetzt auch wieder nicht. Und von daher könnt ihr auch die Menge zubereiten und die wird auf jeden Fall gegessen. Boah, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's. Ich hatte Fotos schon gemacht, ich will alle essen. Alles schon gemacht? Ja, Wahnsinn. Ist das jetzt nicht zu scharf? Mm-mm. Du bist eigentlich ein Weichei, wenn Chili im Spiel ist. Mm-mm. Mm-mm. Skorpion, Wahnsinn.